Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Projekt 2000 Ostdeutschland. Wir steigen erstmal in die Chemnitzer Citybahn ein und um dann weiterzufahren Richtung Leipzig mit dem RE6. Also eine kleine Mitfahrt. Ich habe die Strecke des RE6 ein bisschen überarbeitet, aber jetzt erstmal kurz die Passagiere begrüßen. Die Citybahn begrüßt Sie in der C15 nach Chemnitz Hauptbahnhof. Nächster Halt Hilbersdorf. Wie gesagt, die Stationen sind ja hier so ein bisschen nachempfunden. Diese C15 gibt es wirklich, die führt allerdings noch viel weiter eigentlich. Ich habe die jetzt nur mit zwei Stationen hier umgesetzt und angedeutet. Es gibt ja dieses in Chemnitz dieses Straßenbahn-Regionalbahn-Kombinationsprinzip. Also dass die Straßenbahn mit bestimmten Wagen auch auf Regionalbahn, dann auf die Schiene richtige Schienen kann und auch als Straßenbahn fahren kann, was ganz cool ist. Haben wir ja vorletzte Folge oder so gebaut und dann habe ich mir gedacht, können wir da jetzt auch mal eine Mitfahrt das kombinieren. Nächster Halt, Chemnitz Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Ja, und offiziell nicht zum Fernverkehr, denn es gibt in Chemnitz offiziell keinen Fernverkehrsanschluss mehr, aber wir werden Chemnitz einen Fernverkehrsanschluss verpassen, habe ich mir entschieden. Eine Intercity-Linie bauen, die es in Realität so nicht gibt, aber mit der 612er. Also mit den Diesel-Intercities werden wir hier eine Intercity-Linie bauen. So, dann würde ich sagen, steigen wir mal aus und warten auf unseren Regionalexpress. Vielleicht kommt da gerade einer. Also im Moment steht ja keiner im Bahnhof. Wir nutzen ja die elektrischen Wagen, die von der Mitteldeutschen Regiobahn, die auch in Realität fährt. Allerdings haben wir die Strecke einfach mal elektrifiziert und nutzen die Triebwagen. Baureihe 1440, soweit ich mich nicht irre. So. Kommt gerade mal einer an. Ne, da hinten kommt der nächste. Dann beschleunigen wir ein bisschen. Bisschen vorspulen. Wir wollen ja auch dann gleich die Mitfahrt machen und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen Bitterfeld weiterbauen, hatte ich mir überlegt. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Schönbau. Ich bin so irgendwie so ein Offscreen-Schönbau-Sache. Ist mir relativ, habe ich relativ viel gemacht in dem Projekt. Fast schon wieder zu viel. Ich muss mich da mal ein bisschen bremsen mit dem Schönbau. Und das Schönbauprojekt soll auch bald weitergehen. Ja, ja, ich weiß. Nur ich bin gerade so in diesem Projekt 2000 drin, weil mir das so viel Spaß macht. Deswegen habe ich jetzt auch erstmal entschieden, dass das Format... ich versuche es jetzt täglich zu bringen hier im Projekt 2000 Ostdeutschland. Und das andere Format dann... ab und zu kommen dann vielleicht mal zwei Transport für Videos am Tag. Aber das werden wir dann sehen. Also aber nicht von einem Projekt, sondern von den zwei Projekten. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gerade so viel Lust auf... Projekt 2000 Ostdeutschland, dass es da wahrscheinlich in nächster Zeit einiges an Folgen geben wird. So, sitzen wir also im RE6 nach Leipzig. Wie gesagt, so ein paar kleinere Änderungen sind wieder am Schienenrand, hätte ich fast gesagt, an den Seiten zu bewundern. Nicht ganz so aufwendig wie bei der anderen Strecke, aber so ein bisschen halt. Willkommen im RE6, der Mitteldeutschen Regiobahn nach Leipzig Hauptbahnhof. Nächster Halt, Geithain. In der Ferne sieht man ja wieder das Kraftwerk. Es ist wirklich riesig, wenn man das mal sieht. Hier übrigens die Autobahn, auch einer Projekte, die jetzt nächstes kommen. Ich wollte nämlich bald auch mal eine Autobahnfolge machen. Und die BR187 wird es auch bald geben. Ha, also ich habe noch einiges so... Womit ich starten kann, die Folge, hätte ich fast gesagt. Und es sind einige Jahre im Spiel vergangen, da ich aus Versehen, während ich gebaut habe, hier ein bisschen das Spiel voranlaufen lassen habe. Da müsste ich eventuell bald mal gucken, dass ich vielleicht ein paar Güterzüge im Elbtal austausche, dass die nicht alle so abgeranzt aussehen. Das werde ich dann aber mal gucken. Das ist so eine Offscreen-Sache, dass ich einfach zu meinem Zug austausche. So, hier haben wir zum Beispiel ein kleines Dorf, was allerdings keinen Bahnhof hat. Weil es doch sehr, sehr klein ist. Und hier noch ein paar Felder. Da hätte man sogar, habt ihr die P-Tafel vorhin gesehen, da hätte man sogar mal pfeifen müssen, unbeschränkt hat Mann begangen. Hier ist wieder ein bisschen Berg und Tal, ne? Habe wieder ein bisschen Berg und Tal gebaut.
Aber gar nicht so schlimm. Nächster Halt, Geithain, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Rechts übrigens habe ich Geithain angedeutet, da gibt es so einen Marktplatz, so einen Platz in der Mitte, den ich so ein bisschen nachgebaut habe. Das können wir uns vielleicht gleich nochmal ganz kurz angucken. Aber hier warten schon ein paar Leute, denn ich habe da auch Leute einziehen lassen in die Häuser. Dann halten wir ja nochmal in Leipzig. Und da kommt auch schon die S6 ist das, ne? Genau, die S6. Und dann Leipzig-Sellerhausen. Offiziell hält dieser Zug da nicht immer. Aber ich wollte halt noch einen Halt in Leipzig in der Stadt haben. Und ich glaube, einzelne Züge halten da auch. Habe ich zumindest so gelesen. Auf jeden Fall liegt der Bahnhof auf dieser Strecke. Deswegen habe ich da ein bisschen frei interpretiert und habe einfach mal diesen Bahnhof zum RE6 hinzugefügt. Wir bauen ja auch nicht alle Bahnhöfe, wir bauen ja noch so ganz paar immer nach. Deswegen können wir auch mal einen dazu finden. Den es ja wirklich gibt, den Bahnhof. Nur, glaube ich, nicht offiziell immer hält er der Regionalexpress. Nächster Halt Leipzig-Sellerhausen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Warten hier auch schon Leute? Nee, gar nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass dieser Bahnhof vielleicht ein bisschen als Umsteigsbahnhof doch ein bisschen genutzt wird, aber anscheinend nicht so stark. Na, guck mal, da kommt noch ein Güterzug hier gerade lang gefahren, der uns mit der Holz hier abliefert. Auch cool. Dann sind wir gleich schon in Leipzig Hauptbahnhof. Und da habe ich mir gedacht, ein bisschen in Bitterfeld bauen wir jetzt mal ein bisschen zwischen euch zusammen. Ich habe jetzt so viel Offscreen-Schönbau gemacht von diesen kleinen Städten, von dieser kleinen Dorf. Und so mache ich jetzt keine extra Aufnahme, wo ich dann nochmal zeige, wie ich das gebaut habe. Das war jetzt ja nicht so aufwendig, was ich an dieser Strecke gebaut habe. Das mache ich nur, wenn ich so aufwendige Projekte baue. Dass ich dann nochmal so eine Schnellvorlauffolge mache. So. Nächster Halt Leipzig Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und bedanken uns für ihre Mitfahrt mit der Mitteldeutschen Regiobahn. So. Dann würde ich sagen, steigen wir aus. Ein paar Leute warten ja aber tatsächlich schon, wie man sieht. Raus aus der Regionalbahn. Aus dem Regionalexpress. Ist ja keine Regionalbahn, sondern aus dem Regionalexpress. Und so sieht die Bahn halt aus, wenn sie ein bisschen älter ist. Weil die jetzt hier schon relativ lange umsteht und leider auch altert. Aber ich finde es gar nicht so heftig. Also ein bisschen Schmutz ist vielleicht auch realistisch. So, ich mag es nicht, wenn diese Fahrzeuge total vergammelt aussehen nach einer gewissen Zeit. Wie zum Beispiel der Intercity, ist das bei dem schlimm? Ja, guck mal, das sieht schon etwas vergammelter aus. Aber es geht auch noch, finde ich. Halt ein bisschen in Benutzung schon, die Züge. So. Wir haben schon das Jahr 2038. Ich glaube, ich habe so 4-5 Jahre vorlaufen lassen aus Versehen, weil ich das beim Streckenverschönern nicht gemerkt habe, dass das Spiel ein bisschen weiter lief. So. Wir wollen uns um Bitterfeld kümmern und wir sollen die Musik machen. Da haben wir es. Ein bisschen Musik kann nicht schaden. Und dann bauen wir ein bisschen Bitterfeld nach. Kriegen wir das Feld hier weg? Nee, vermutlich nicht. Da können wir was im Weg stellen, dann geht es ja weg. So kann man es ja, glaube ich, nicht wegreißen, diese Standardfelder, die am Anfang erstellt werden. So, bei Bitterfeld ist die Sache, eigentlich müsste das Ganze auf der Seite liegen. Die ganze Industrie und so. Hier müssten eigentlich ein Wohngebiet liegen. Da aber diese Fabrik jetzt auf der Seite liegt, werden wir das Ganze mal ein bisschen umdrehen und werden Bitterfeld sehr industrielastig bauen. Wofür es ja eigentlich auch bekannt ist, glaube ich.
für die Chemieindustrie. Und da habe ich gedacht, können wir so ein paar Industrieanlagen auch hier hinstellen. Wir fangen aber an, hatte ich mir gedacht, und zwar mit diesem IKEA, was ich hier mal hingesetzt habe, um ein bisschen für mehr Verkehr auf den Autobahnen zu sorgen, auf der A14 hier und auf der A9. Aber irgendwie funktioniert das nicht mehr. Also sonst war dieses IKEA immer automatisch so ein Besuchermagnet drin, sozusagen. Und Leute sind da hingefahren und das waren Massen an Leute, die zu diesem IKEA fuhren. Aber hier, wie man sieht, keiner will hin. Naja, ich weiß auch nicht, warum. Angeboten ist es, man sieht es ja auch an dieser Strecke. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das hier eigentlich mal hingesetzt, um so ein bisschen so ein Gewerbegebiet anzudeuten. Da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen was überarbeiten. Aber ich dachte, wir bauen jetzt erstmal die A9 weiter. Habe ich ein bisschen geguckt, wie die Saalebrücke auch aussieht. Ja, die Saale. Elbe, das ist die Elbe. Elbbrücke von der A9. Da werden wir einfach ein bisschen hochgehen. Nein, ich möchte gerne die Autobahn haben, danke. So, damit wir auch vernünftig... Ja, das ist schon wieder fast zu hoch. Ich will da keine Sprungschanze bauen, sondern einfach so ein bisschen die Autobahn hochheben, damit wir hier dann auch gut rüberkommen. Ich würde sogar sagen, so ein bisschen weiter in die Richtung, weil wir müssen nämlich dann hier so entlang. Und eigentlich müssten wir auch, wenn wir Dessau bauen wollen würden noch später, dann müsste auch Dessau hier irgendwo liegen dann. Mal gucken, vielleicht baue ich es nochmal irgendwann, wenn mir danach ist. Oder wenn ihr es wollt. Also könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich Dessau noch bauen soll. So, was ich hier bauen wollte, wäre sowas hier zum Beispiel. Die Brücke ist nicht blau, ist das Problem. Die Brücke ist echt nicht blau. Die Brücke ist so... Haben wir nicht da sowas anderes noch in den anderen Farben? Nein. Ich glaube, ich dachte, ich hätte sowas auch mal gehabt. Also die von den Füßen her ist das perfekt, aber sie ist halt nicht blau. Brücke. Grün haben wir schon gehabt, ne? Diese bei der Eisenbahnbrücke hinten. Ja, das ist aber auch nicht so. Das ist halt diese Typ. Die Füße passen halt genau vom Design. Vielleicht bauen wir doch mit blauem Anstrich die Brücke. Nee, hier ist glaube ich nichts. Nee. Schon eher, aber das hat auch so einen blauen Touch. Wir entscheiden uns für die blaue Brücke, für die Autobahnbrücke Morfleet eigentlich aus Hamburg. Also die Brücke ist zwar eigentlich nicht blau hier, aber die haben wir jetzt einfach mal blau angemalt sozusagen. Aber von den Füßen ist das perfekt, so sieht das genau aus mit dem Brückenfuß. Und ich glaube, die ist auch aufgeteilt in eine Fahrtrichtung in die und die andere Fahrtrichtung in die. Die ist normalerweise dreispurig. Wollen sie dreispurig ausbauen? Fällt mir gerade auf. Können wir eigentlich machen, ne? Komm, eigentlich ist diese A9 fast durchgängig dreispurig. Und wenn wir die nächste Abfahrt erst Bitterfeld bauen hier hinten, können wir es auch mal kurz dreispurig machen. Problem ist, wir haben keine Abfahrten für eine dreispurige Autobahn. Deswegen müssen wir dann immer wieder auf zweispurig wechseln. Das ist ein bisschen blöde. So. Ich suche eine dreispurige Autobahn. Sechsspurige Autobahn, da war sie doch. Ha. So. Perfekt. Können wir die zumindest bis zur nächsten Abfahrt bauen. Dann gehen wir hier drunter durch, würde ich sagen. Und dann gehen wir da, bauen wir eine Abfahrt hin und müssen dann hier entlang. Das Problem ist, wir müssten die Autobahn so ein bisschen schräg hier ran vorbeilegen. Ich überlege gerade, ob wir die Autobahn über die Gleise führen. Eigentlich führe ich die Autobahn über die Gleise. Weil die Gleise über die Autobahn kann man auch machen. Sieht wahrscheinlich sogar cooler aus, ne? Aber es wäre halt besser, weil wir hier so ein bisschen höher sind. Dann können wir auch die Gleise da drunter durchführen. Und können dann hier runter gehen, obwohl wir müssten ja dann... Na, nicht zu heftig. Bisschen runter hier eh. Dann können wir das hier auch wegnehmen. Nehmen das hier mal bis dahin weg. Bauen hier ein Autobahn... Autobahnauffahrt gleich hin. Wo war die gleich nochmal? Die müsste hier irgendwo gewesen sein. Das ist der Fernsehturm. Das ist Meckes, das suche ich auch nicht. Hier? Ja, tatsächlich da. Was nehmen wir denn da? Ist das eine breite? Das ist eigentlich eine kleine Straße. Wir können aber auch eine mittlere Straße nehmen, ehrlich gesagt. Das tun wir auch. Dann würde ich sagen, bauen wir das so.
gucken, ob das dann zu steil wird, was wir hier an Autobahn bauen. Ich finde, das geht. Ich müsste mir die Bahnstrecke nur hier so runter durchbauen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Können wir die hier auch anbinden, die Straße. Weil, wie gesagt, die Autobahn führt eigentlich näher an Bitterfeld vorbei. Oder? Ich müsste nur mal ganz kurz bei der A9 nachschauen. Unprofessionell, wie ich bin. Ich habe hier extra die Zap sogar aufgelassen. Also so ein bisschen Professionalität habe ich. Aber ich müsste jetzt genau den Streckenverlauf der A9 haben. Ha, da habe ich sie. Ja, sie führt schon ein bisschen Abstand an Bitterfeld vorbei. Nicht direkt. Kann man es eigentlich... Ich würde die trotzdem ein bisschen versetzen. Würde sie eher anders ausrichten. So ein bisschen in die Richtung. Ein bisschen so, dass die hier ran vorbeigeht, hätte ich jetzt gedacht. Dann müssten wir hier nur eine Kurve reinbauen. So. Zum Beispiel so. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, finde ich. Dann einmal hier alles wieder angleichen, was wir hier kaputt gemacht haben. Hey, hier wird es dann halt wieder zweispurig, aber das kann ich nicht ändern, wie gesagt. Das sieht auch ein bisschen blöd aus, ne? Das ist hier kein, hat das auf der Brücke auch keinen Mittelstreifen? Er übernimmt die Leitplanken nicht, das sieht ja doch schon hässlich aus. Ohne Leitplanken ist es keine Autobahn. Wollen wir sie doch zweispurig bauen? Okay, ihr habt mich überzeugt. Auch wenn ihr gar nichts zu mir gesagt habt, aber ich habe mich überzeugt. Mich selber überzeugt davon, dass ich das dann doch schöner finde, wenn die zweispurig ist. Dann brauche ich halt 130 begrenzt. Auf der Brücke kommt das immer vor, dass wir hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben. Und auf einer Brücke 130 begrenzt, ist glaube ich gar nicht mal so unrealistisch. Dann Kommando zurück und alles zweispurig. Auch wenn die eigentlich dreispurig ist, die Autobahn. Die A9 ist glaube ich durchgängig dreispurig. Stand glaube ich, ich habe gelesen, durchgängig dreispurig, bis auf wenige Ausnahmen. Aber machen wir es trotzdem so, weil ich das sonst auf Brücken sehr, sehr, sehr unschön finde. Weil da Mitte keine Mittelleitplanke hat. Finde ich das doch schön schöner mit diesem Sichtschutz auch. Das gefällt mir irgendwie. Um sich nicht vom Gegenverkehr irritieren zu lassen. Ich denke ich mal, das sind hinter diesen Teilen. Jetzt könnten wir eigentlich mal dreispurig werden bis Berlin. Geht der dann hoch nach Berlin? Da ist Berlin. Das heißt, wir müssten hier so hoch. Und ich weiß gar nicht, wie Potsdam geht die auch lang. Ne? Dann müssten wir hier und dann Richtung Potsdam. Okay, ich werde gerade angerufen. Das mache ich nämlich jetzt mal gerade an, das ist wichtig. Wir sehen uns gleich wieder. Also, ich setze die Feuer gleich fort. Bis gleich, go. So, weiter geht's hier. So, weiter geht's. Sorry, war gerade kurzes, wichtiges Telefonat. Da musste ich kurz rangehen. Jetzt kümmern wir uns weiter hier um die A9. Und zwar fange ich mit etwas an, was ich vorhin vergessen habe. Und zwar an dieser Brücke, die wir hier jetzt gebaut haben, ist nämlich auf der einen Seite ein Turm, was ich ganz cool finde. Sieht ein bisschen aus wie so ein mittelalterlicher Turm. Und wir haben doch so schöne Türme hier. Lass uns das da doch einfach mal nachbauen. Wo waren die gleich nochmal? Ich glaube, die waren hier, ne? Bei den Brückendamm, Mauerwerk, Brücken, Mauerwerk, Festungsbau. Festungsbau, da haben wir sie doch, ne? So. Nee. Sind Mauern. Ich brauche einen Turm. Wo waren die denn gleich nochmal? Einmal jetzt gucken. Hier, vielleicht auch hier. Fortifications. Fahnenturm, da haben wir sowas. Den würde ich aber gerne in Größe haben. Und in einer anderen Beschaffenheit. Ich muss mal einmal ganz gucken, wie der Originalturm aussieht. Ja, also der ist so dunkler, also einer von den Farben würde ich, nee, den auf jeden Fall nicht, den auch nicht, dann würde ich entweder den oder den nehmen, den würde ich mich für entscheiden und den ganzen ein bisschen breiter bauen.
Ist ja nur die Länge, was ich jetzt hier mache, genau. Dicke. Dass wir den schön quadratisch haben. Ach nee, jetzt ist er zu dünn. Der wird hier dicker. Jetzt ist er ganz dünn, der wird hier dünner. Können wir jetzt so setzen? Ist, glaube ich. Ich glaube, der ist hier noch dicker geworden, ne? Da bilde ich mir das jetzt ein. Bodenhöhe, spezieller Bodenhöhe, Objektdicke. Also ich würde den gern dicker haben. Das ist viel zu dünn. So. Haben wir das nicht hier irgendwie möglich? Ja. Ja. Ist aber rund. Den suche ich nicht in rund, ehrlich gesagt. Ich suche schon Turm A. Mauer, Haus, nein. Der ist es, aber der ist es nicht in dieser Dicke. Nee, das ist die Höhe. Nochmal. Wir hatten den doch vorhin deutlich dicker, habe ich das Gefühl gehabt. Nee, ich glaube, wir kriegen den nicht dicker als hier. Der ist nämlich da größer drauf geführt. Der ist deutlich größer. Aber wir deuten ihn ja nur an, dann können wir ihn vielleicht ein bisschen kleiner bauen. Sonst ist das gerade nicht anders möglich. Dann lass uns hier mal so ein kleines Ebene bauen, um den ja vernünftig draufzusetzen. So. So sieht es doch ganz gut aus. Dann bauen wir den kleinen Turm hier doch mal drauf. Ne, den suche ich hier, war der. Da ist er auch nicht. Da ist er. Ah, jetzt muss ich wieder. Ich dachte, der behält sich das, was ich haben möchte. Objekthöhe. Ne, ich will ja eigentlich die. Das ist die Beschaffenheit. Da hatte ich mich für das entschieden. Dicke. Das ist, wie hoch er ist, ne? Na, warum? Ich verstehe nicht ganz, warum der dann dünner wird. Ich habe das noch nicht ganz begriffen, was jetzt Objektdicke bedeutet und so. Der ist so schmal, ich will den dicker haben. Ne, der wird einfach nur höher. Lass uns den hier schon von der Höhe nehmen. Nein. Ja, ich will den schon quadratisch haben. Mal schauen, was wir hier haben. Da haben wir quadratisch. Aber er ist halt viel zu klein für den Turm, den ich eigentlich bauen wollte. Das ist wirklich ein bisschen schade hier. Wir haben auch keinen anderen Turm, ne? Moment. Vielleicht können wir hier irgendwie die Dicke verändern. Wird er höher. Das brauche ich nicht. Höhe passt. Dicke wäre wirklich schön, wenn wir ihn wirklich ordentlich dick kriegen würden. Das ging auch irgendwie. Eine Fahne brauchen wir nicht unbedingt. Auch nett. Nein. Ach, jetzt ist er wieder weg, der Turm. Nochmal zurück auf den Turm. Fahnenturm. Oh, ja. Turmportal, Fahnenturm, wo. Jetzt muss ich ihn einfach wieder finden. Alter, ist das ein Gefummel mit dieser. Ich bin letztes Mal schon hier immer durcheinander gekommen. So, hä, wo ist denn jetzt der Turm? Ach, da ist er. Okay. Nochmal wieder zurück auf die richtige Farbe. So. Objekthöhe. Und jetzt wollte ich nochmal gucken, ob ich den hier vielleicht dicker kriege. Nee, das ist nur die Beschaffenheit, ne? Also, weil, guck mal, jetzt ist er schon deutlich dicker. Aber leider immer noch nicht quadratisch.
Oder wir machen ihn einfach nicht quadratisch. Ha. Um die Illusion der Dicke von der Autobahn zu haben, machen wir ihn einfach nicht quadratisch. So, dann lass uns den erstmal so hier hinstellen, hätte ich jetzt gedacht. Gut, und dann noch ein bisschen rundherum noch mal ein bisschen angleichen, deswegen ein bisschen, das ist nämlich ein bisschen zu hoch hier. Dann können wir vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen Stein hinsetzen oder so. So ein bisschen aus, als würde dieser Turm hier stehen. Ich denke mal, das geht so. Auch wenn es natürlich schwer wird, hier aus der Autobahn runter rauszufahren. Trotzdem wollte ich den hier eigentlich ganz gerne so hinstellen. Noch irgendwas hier neben? Steht so einsam jetzt da. Oder steht da auch so einsam? Sehe ich gerade. Das passt. Vielleicht ein bisschen weniger von diesen... Pflasterung hier. Weniger Pflaster. So ein bisschen... Ich finde die Fläche ein bisschen zu groß geraten. So, jetzt können wir es ein bisschen wieder runternehmen hier. So. Nein, ich will jetzt angleichen. So. Und dann können wir so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Wald hier, ein paar Bäumchen hinstellen, dass es ein bisschen belebter immer aussieht. Nee, der Baum steht genau im Weg. Ich will, dass der Turm schon ein bisschen gesehen wird. Wir hätten noch ein bisschen, um das ein bisschen zum Rahmen, ein paar Bäumchen hier hinstellen. So. Kann man machen, ne? Gut, dann haben wir das schon mal. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt weiter um die A9. Die würde dann hier dran vorbeigehen und hier würde der Anschluss Richtung Bitterfeld sein. Wollen wir sie überhaupt noch weiter bauen? Ich würde sagen, weiterbauen tun wir sie dann, wenn wir sie weiter brauchen. Ich würde jetzt Bitterfeld hier anschließen. Glatt. Aber um